Ja, moin. Wir sind hier gerade bei schönen norddeutschen Sonnenschein unterwegs. Sie sind ja mittlerweile auch schon so seit 2, 3 Monaten sind wir wieder hier in Norddeutschland. Und wir haben uns halt mal überlegt, wir wollen mal zeigen, was wir am Auto halt noch umbauen wollen und was sich bewährt hat, was halt jetzt nicht so cool war. Und ja, das gucken wir uns gleich mal an. Wir fangen mal außen am Fahrzeug an, würde ich sagen. Ja, dann gucken wir uns das mal an. Was sich auf jeden Fall bewährt hat, ist das Fahrzeug. Wir haben ihn jetzt seit 4,5 Jahren und sind über 40.000 Kilometer mit ihm gefahren. Die einzigen Probleme, die wir so hatten, waren zum Beispiel der Kupplungsnehmerzylinder. Den mussten wir austauschen, aber das hätten wir vermeiden können, indem wir mal die Kupplungsflüssigkeit überprüfen. Und dazu checkt man nur so einen kleinen Behälter vorne im Fahrerhaus. Dann hätten wir schon im Vorfeld gemerkt, dass der Zylinder undicht ist. Außerdem ist uns vom Druckluftverteiler unterm Fahrerhaus so eine eingepresste Verbindung auf Hoppelpisten öfter mal rausgeflogen. Aber seitdem wir das mit einem Kabelbinder ganz professionell repariert haben, hält das seit über 20.000 Kilometern. Letztes Jahr mussten wir dann noch 2 Einspritzdüsen tauschen. Das hat ein bisschen lange gedauert, bis wir den Fehler gefunden haben, weil die nun ein bisschen undicht waren und wir eigentlich dachten, dass es der Rücklauf ist. Und dann mussten wir nochmal das Zündschloss tauschen, das war nämlich so sehr ausgeleiert. Und dann sind wir eine Zeit lang einfach nur mit so Kabeln losgefahren und mussten jedes Mal das Auto kurz schließen. Was wir jetzt aber auf jeden Fall machen wollen, ist diese Buchse hier reparieren, denn die hat ein bisschen viel Spiel und so auf Holperpisten, da klackert das schon ganz schön doll. Und das hört man übrigens auch, wenn man am Fahrerhaus wackelt. Okay, ist der Vorführeffekt. Jetzt passiert es nicht. Dann wollen wir noch die Simmerringe am Verteilergetriebe tauschen. Und wenn wir schon dabei sind, dann tauschen wir gleich alle 6, obwohl nur die unteren leicht undicht sind. Ja, das sind erstmal die Reparaturen, die auf jeden Fall notwendig sind, aber wir haben noch viele andere Baustellen. Zum Beispiel fahren wir ja auch nicht gerade vorsichtig mit dem Fahrzeug und dadurch sind schon einige Kratzer dran. Die stören uns am Koffer jetzt aber gar nicht so. Das Problem am Lack ist nur, dass er schon so alt ist und deshalb teilweise nicht mehr richtig haftet und hier schon runterkommt. Am Koffer ist geplant, dass wir den Lack so gut es geht runterholen. Wie sehen wir dann? Und dann wollen wir ihn mit der Rolle neu lackieren. Was aber viel wichtiger ist, ist das Fahrerhaus, denn der Koffer kann nicht rosten. Und hier sind nämlich durch ein paar Steinschläge einige Roststellen entstanden. Und das wollen wir alles anschleifen, entrosten und dann in Originalfarbe neu lackieren oder vielleicht lackieren lassen. Ja, wie man ja auch sieht, ist der Dachgepäckträger nicht mehr drauf. Den haben wir nämlich abgebaut und wollen jetzt was Neues bauen. Ja, unser Durchgang, der hat sich total bewährt. Den haben wir aus Neopren selbst gebaut und oben eine elastische Stoffschicht zum Schutz des Neoprens angeklebt. Das wurde durch die Witterung, also durch die Sonne und alles andere, sehr in Mitleidenschaft gezogen und das müssen wir mal austauschen. Ein weiterer Punkt ist auf jeden Fall noch die Ersatzradhalterung. Seitdem wir die größeren Reifen haben, ist es alles etwas mühseliger und da haben wir uns noch nicht so richtig was überlegt. Wahrscheinlich wollen wir irgendeinen Kippmechanismus bauen oder was anderes mit der Winde, aber das wissen wir noch nicht genau, da sind wir noch in der Findungsphase. Ja, das Ersatzrad mussten wir auf unserer Reise ja ein paar Mal runterholen. 5 von 6 Mal lag das daran, dass der Schlauch innen drin kaputt gegangen ist. Und nicht nur deshalb haben wir schon überlegt, auf schlauchlose Felgen umzustellen. Da hat uns der Preis aber immer wieder abgeschreckt. Vor ein paar Wochen waren wir dann aber in Frankfurt bei Klaus. Der hatte noch 5 Felgen genau für unser Modell abzugeben. Und die haben uns dann jetzt abgeholt und wollen das in nächster Zeit dann auch umziehen. Was wir außerdem gerne ändern möchten, sind die Fenster, denn die sind gerade nur einfach verglast und da wir viel in kalten Regionen unterwegs sind, ist das nicht gerade optimal. Die einfach verglasten Fenster isolieren natürlich nicht so gut, deshalb hätten wir gerne doppelt verglaste Fenster, die auch eingelassen sind, damit sie eben außen nicht auftragen. Das ist allerdings ein bisschen schwierig und das hätten wir uns wahrscheinlich während des Ausbaus schon überlegen sollen, denn jetzt müssten wir entweder wirklich passende Fenster finden oder den Innenausbau wieder rausnehmen und das wollen wir ja nicht. Wenn das nicht geht, dann müssen wir eben weiter mit unseren Isolationsmatten vorlieb nehmen.
Was wir schon gemacht haben, wir haben eine dritte Solarpaneele aufs Dach gebaut. Bei der Elektrik, da hat sich einiges geändert, aber dazu erzählt Christopher gleich noch ein bisschen was. Bist du in irgendwas reingetreten? Nein. Ja, es ist glitschig und es riecht unangenehm. Hm. Ja, ich glaube, wir gehen jetzt auch mal rein und dann können wir uns den Innenraum und die Elektrik, kann ich noch mal ein bisschen was zu erzählen, weil langsam wird es ganz schön kalt hier. Oh ja. Ja, wir haben ja gerade gezeigt, wir haben unsere Solarpower etwas aufgestockt. Also wir haben halt noch eine Paneele aufs Dach gebracht. Wir haben jetzt insgesamt 3 Paneele und 930 Watt Solar als zum Laden unserer Batterien. Und die Batterie, die wir jetzt haben, also wir hatten ganz am Anfang, als wir den Ausbau ja geplant hatten, haben wir 2 Bleiakkus reingesetzt, weil wir uns dazu entschieden haben, ein 24-Volt-System aufzubauen. Und da ist halt, ich glaube nicht 1,5 Jahre oder sowas. Nach 1,5 Jahren ist halt einer von diesen Bleiakkus kaputt gegangen. Und dadurch hat halt dieses ganze 24-Volt-System ja nicht mehr funktioniert, weil bei einem die Spannung mal zusammengebrochen ist. Und ja, das war ganz schön ärgerlich, weil das gerade passiert, als wir unterwegs waren. Und dann haben wir uns, bevor wir halt die lange Reise jetzt gemacht hatten, hatten wir uns dann entschlossen, auf Lithium umzustellen. Und haben dann, wir haben diese gelben Winston-Zellen, die kennt man ja vielleicht, die haben wir verwendet und haben uns halt die ganze Elektronik und sowas halt alles selber zusammengebaut und sind damit auch wirklich super zufrieden. Also wir haben bei 24 oder halt, was sind 26, ein bisschen Volt, 200 Amperestunden. Das sind dann irgendwie 5,1 Kilowattstunden, die wir speichern können. Und damit sind wir echt gut hingekommen. Was wir jetzt aber trotzdem nochmal machen wollen, ist so ein B2B-Lader. Also wir haben aktuell einfach nur ein Relais. Also wenn die Lichtmaschine läuft und Energie liefert, dann schaltet einfach das Relais, somit dass wir dann auch die Batterien im Koffer laden können. Und ganz einfach, wir hatten sogar, das Relais ist sogar noch aus dem Original-Funkkofferausbau, was wir dafür verwendet haben. Und da ist aber halt der Nachteil, wir kriegen halt über die Lichtmaschine vom Fahrzeug die Lithium-Batterien nie vollgeladen, weil ich glaube, Ladeendspannungen, so wie wir es gerade eingeschaltet haben, sind ein bisschen über 28 Volt, dann wären sie voll, dann würden sie in diesen Bypass-Steuerung gehen und die einzelnen Zellen ausgleichen. Und das kriegen wir aber nur mit der Solaranlage hin. Und ja, und da ja jetzt auch gerade, wie man hier in Norddeutschland sieht, auch es stellenweise echt schwierig ist mit der Sonne. Also aktuell liefert die Solaranlage, glaube ich, 50 Watt. Und deshalb wollen wir diesen B2B-Lader nochmal einbauen. Also haben wir schon ein bisschen geguckt. Vielleicht bauen wir den auch selber, ist auch so eine Überlegung. Weil die meisten, die man so kriegt, sind alle immer nur von 12 auf 24 oder 12 zu 12 Volt. Deswegen ist halt so eine Überlegung, den vielleicht mal selber zu bauen. Ja, ansonsten mit dem Dieselkochfeld, ja, waren wir auch super zufrieden. Das Einzige ist halt, es braucht immer ziemlich lange, also so, um es warm zu werden. Aber es verbraucht halt ziemlich wenig Energie und es ist eine absolut trockene Hitze hier drin. Auch wenn man sowieso halt Probleme mit der Luftfeuchtigkeit hat, ist das halt ganz cool. Was wir allerdings jetzt auch gemacht haben, dadurch, dass wir ja die Lithiumbatterien haben, haben wir gemerkt, die sind im Sommer eigentlich immer voll. Haben wir uns noch ein Induktionskochfeld zugelegt. Und unser Wechselrichter, den hatten wir damals schon groß genug ausgelegt, der hat 2,5 kW. Dadurch ist es halt auch kein Problem aktuell für uns mit Induktion zu kochen. Und das ist einfach so ein mobiles Induktionskochfeld, das holen wir dann rauf, stellen auf den Dieselkocher und können dann halt da mit Strom ganz normal kochen. Ja, dann haben wir auch noch unsere Außenküche. Die hat ja Andrea, glaube ich, vorhin gar nicht gezeigt, weil die haben wir, ich glaube, seit Norwegen auch kaum noch verwendet. Weil das steht auf jeden Fall auf der Seite von den Dingen, die nicht so funktioniert haben, wie wir es uns vorgestellt haben. Weil wir haben da ja einen Spirituskocher, so einen 2-Flammen-Spirituskocher. Vom Prinzip funktioniert der auch ganz gut, also wenn es absolut windstill ist. Und das ist es in der Realität ja irgendwie nicht. Also im ersten Step war es ein bisschen windig und dann sind halt diese Plastikknöpfe vorne rausgefallen, weil die Flamme hat das durch diese Lüftung, der Wind hat die Flamme durch die Lüftungsöffnung nach vorne rausgedrückt und dann sind halt diese Plastikknöpfe abgefallen. Ja gut, haben wir das Ganze halt immer mit der Zange bedient.
Und irgendwann hat der Wind mal die Flamme nach hinten rausgedrückt und fing halt schon an, dass die Holzplatte, auf die der Kocher raufgeschraubt ist, fing halt an zu brennen. Und dann mussten wir halt mit unseren Löschschaum schon beigehen, um das Ganze, die Flammen halt wieder auszukriegen. Also das hat sich wirklich, ja, nicht so bewährt, dieses ganze Prinzip. Da werden wir uns nochmal was Neues einfallen lassen. Also wir werden jetzt diesen Auszug, denke ich mal, das werden wir alles behalten, dass man da auch so Töpfe hinstellen kann zum Kochen und so. Und dann werden wir uns einfach so einen kleinen Wandererkocher, den man dann auch gleich mitnehmen kann zum Wandern und sowas, dass man da sich eine Halterung baut, den stellen wir da hin, wenn wir draußen kochen wollen. Ist, glaube ich, besser, als da irgend so eine komplizierte, schwere Außenküche nochmal reinzubauen. Ja, ansonsten sind wir mit unserer Elektrik eigentlich alles ganz gut hingekommen, auch so mit dem Licht und sowas hat sich eigentlich alles ganz gut bewährt. Was wir aber noch ändern wollen, ist unser Waschbecken. Das ist uns in der Planung viel zu groß geraten. Also das ist jetzt, wir haben vorne so eine kleine Abwaschschüssel stehen, da machen wir meistens Abwasch und hinten steht immer so viel Krempel rum und ja, da müssen wir uns halt noch was Besseres einfallen lassen. Ja, zur Wasserversorgung gibt es halt noch zu sagen, wir haben 320 Liter Tank. Also die Größe hat sich auch wirklich als optimal rausgestellt. Was wir nochmal ein bisschen überarbeiten müssen, ist unser Filtersystem. Also wir haben jetzt, wenn wir das Wasser aus dem Tank entnehmen, haben wir erst einen Grobfilter und dann einen Aktivkohlefilter. Ist auch, glaube ich, ganz okay so. Aber beim Befüllen wollen wir das Ganze auch nochmal filtern, weil über so 1,5 Jahre ist doch, war ich erstaunt, wie viel Sand gerade auch noch da so reingekommen ist. Obwohl wir immer nur so aus vertrauenswürdigen Quellen, wie wir gedacht haben, das Wasser, also eigentlich nur aus Leitung genommen haben. Und wenn wir uns unsicher waren, haben wir halt noch einen Schlauchfilter dazwischen geschaltet, aber ist doch eine ganze Menge Sand reingekommen. Deswegen wollen wir da dieses Filterprinzip nochmal ein bisschen besser gestalten. Ansonsten, wenn wir das Wasser halt aus dem Tank entnehmen, geht es halt durch die Pumpe und dann kommt das, teilen sich die Kreisläufe auf in Warm- und Kaltwasser und der Warmwasserkreislauf geht halt in unseren Boiler und der Boiler ist halt über so einen Wärmetauscher mit unserem Motor gekoppelt. Und das Prinzip hat auch richtig gut funktioniert, also wir müssen ungefähr eine halbe Stunde fahren und dann haben wir Warmwasser. Also aktuell funktioniert es gerade nicht so gut, weil irgendwie seit 2 Tagen läuft die Pumpe nicht. Ich habe noch nicht ganz rausgefunden, warum. Also ich kann noch nicht hören, ob die Pumpe anläuft, weil der Motor muss ja laufen. Und der Motor ist so laut, dass ich da nicht höre, ob die Pumpe läuft. Also dann müsste ich wahrscheinlich mal nachmessen, ob da Spannung ankommt oder nicht oder was da los ist. Ja, Heizung können wir eigentlich auch nichts Schlechtes sagen. Also gut, wir hatten einmal, ist uns mal diese Pumpe, da hatten wir ja mal, also wir haben die Planar 44D haben wir verbaut. Ich glaube, die heißt jetzt ja ein bisschen anders. Und da ist einmal diese Dieselpumpe, die hat einmal den Geist aufgegeben. Da hatten wir so eine zusätzliche, die leiser sein sollte. Haben wir die alte wieder eingebaut und seitdem funktioniert es eigentlich sehr gut. Das Einzige ist, wir hätten vielleicht sogar eine Leistungsklasse kleiner nehmen können, weil die meistens eigentlich nur auf der kleinsten Stufe läuft. Also wir hatten, als wir eine Außentemperatur von minus 25 Grad hatten, da hatten wir sie mal auf halbe Leistung laufen. Aber ansonsten, ja, denke ich, wären wir da echt hingekommen mit dieser 2 kW-Heizung. Ja, ein Punkt, der uns unterwegs auch irgendwie immer ein bisschen genervt hat, sind die Pushlocks. Also so oben in den ganzen Schubladen und sowas ist das alles gar kein Problem. Da funktionieren die ganz gut, weil da haben wir so eine kleine Kante und wenn da Sachen im Regal liegen, die rutschen halt erst gegen die Kante und da kann halt nicht passieren, dass die Tür irgendwie aufgeht oder sowas, wenn die mit diesen Pushlocks zu sind. Aber die ganzen Schranktüren unten, wo wir diese Pushlocks haben, entweder bei einer Schranktür haben wir den ganzen Pushlock sogar mal reingedrückt, weil der irgendwie hackte. Oder wenn da halt Sachen von innen gegen die Schranktür geflogen sind, das haben die Pushlocks irgendwie nicht ausgehalten. Also da wollen wir nochmal etwas hochwertigere Sachen suchen. Es gibt, sondern hatten wir letztens gesehen bei anderen Overländern, Kompressionsverschlüsse, die auch richtig aus Aluminium sind und die verriegeln die Türen richtig zuverlässig. Und da werden wir zumindest, sind natürlich dementsprechend auch teurer, deswegen werden wir es nicht überall umrüsten, sondern denke ich nur unten in den Schranktüren, wo so schwere Sachen drin sind. Oben werden wir Pushlocks lassen. Ja, zum Kühlschrank gibt es halt noch zu sagen. Wir haben 140 Liter Kühlschrank und ja, ist vielleicht ein bisschen groß. Also man hätte den kleiner dimensionieren können, aber so gerade so in warmen Gegenden und sowas ist das schon ganz schön, weil man hat halt auch Platz für ein paar Getränke, wenn man kühle Getränke mag. Das ist dann wirklich ja Luxus. Wo es natürlich so ein bisschen der Nachteil ist, wenn man halt nicht ganz so viel Energie zur Verfügung hat und auch so in kälteren Regionen unterwegs ist, wo dann vielleicht nicht so viel Sonne scheint, verbraucht der Kompressor natürlich ordentlich Energie. Und dann kommt er dazu, dann läuft hier drin die Heizung und der Kühlschrank kämpft so ein bisschen gegen die Heizung. Und das ist natürlich energietechnisch jetzt nicht ganz so optimal.
Da wäre vielleicht was Kleineres dann ja auch effektiver gewesen. Auch so aus Offroad-Sicht haben wir auch schon so gedacht, so eine Kühlbox, so eine relativ große Kühlbox wäre vielleicht besser gewesen, weil der Kühlschrank ist uns im Gelände so, ja, so 2-3 Mal schon mal aufgegangen. Aber das war halt wirklich so in Extremsituationen. Also danach ist man dann, sind wir auch erstmal angehalten, haben geguckt, ob alles noch heil geblieben ist und so. So im normalen Betrieb ist der eigentlich zu, der Kühlschrank. Ja, was wir noch ganz vergessen haben, ist diese Ecke. Wir haben so beim Ausbau haben wir versucht, alles Mögliche abzurunden, also keine Ecken zu haben, aber da ist uns das nicht so ganz gelungen. Am Anfang sind wir da noch sehr oft gegengekommen und haben uns da teilweise stark verletzt. Also ich bin einmal zu schnell aus dem Bett gesprungen und dann mit dem Fuß darauf und habe mich da ja doll gestoßen. Aber mittlerweile haben wir uns dran gewöhnt, aber vielleicht sollte man da nochmal was machen. Also das ist auf jeden Fall noch was, was nicht so gut funktioniert hat. Aber ansonsten so Stauraum und das Bett zum Beispiel, weil wir das ja vorziehen, das hat sich so in den Alltag integriert. Das nervt auch gar nicht, also es geht so schnell. Auch die Dusche und die Toilette hat alles wunderbar geklappt. Jetzt machen wir erstmal eine kleine Pause vom Reisen und es geht dann ins Umbauen und Reparieren.